Guten Morgen zu einem neuen Vlog. Bei meinem letzten kinderfreien Wochenende habe ich keinen Vlog gedreht, da hatte ich einfach mal irgendwie keine Lust gehabt. Aber diesmal machen wir das wieder. Es ist jetzt Freitagmorgen. Ich frühstücke jetzt erstmal und gehe dann eine große Runde mit einer Freundin spazieren. So, ich bin wieder zurück. Also das ist was, ich muss da mal irgendwie ein bisschen länger drüber sprechen, wenn ich irgendwann mal Zeit habe und das irgendwie mal machen muss. Auf jeden Fall habe ich damit angefangen, mir wieder neue wichtige Routinen zu schaffen. Und da gehören diese längeren Spaziergänge mehrmals die Woche zum Beispiel dazu. Weil ich habe das gemerkt, im Sommer, gut, wer hat bei diesem krassen Sommer irgendwie sich so eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie am Stück draußen bewegt? Ich nicht. Und jetzt, wo es wieder ein bisschen kühler wurde, habe ich gemerkt, okay, mir hat das so ein bisschen gefehlt und habe halt angefangen. Also ich bin jetzt kein Typ, der sich alleine da irgendwie in den Wald begibt und da anderthalb Stunden vor sich hinläuft. Das ist halt nicht so mein Ding. Aber ich verabrede mich halt mit Freundinnen oder ich gehe mit dem Hund. Und da passt das ganz gut für mich. Und das habe ich angefangen, jetzt so ein bisschen wieder zu integrieren. Und von da komme ich halt jetzt auch wieder zurück. Wer mir auf Instagram nicht folgt, der weiß nicht, dass ich mir gestern habe ein neues Tattoo stechen lassen. Das ist noch verpackt und das ist natürlich auch noch ein bisschen noch nicht verheilt. Aber es ist wunderschön. Wunderschön. Und hat natürlich eine ganz spezielle Bedeutung, worüber ich demnächst, glaube ich, mal einen Instagram-Post machen muss. Aber erst brauche ich ein schönes Bild von meinem Tattoo. Und deswegen muss ich erst warten, bis es ordentlich abgeheilt ist, bevor ich das machen kann. Genau, also das ist neu. Ich habe heute früh, bevor ich zu meiner Freundin gefahren bin, noch schnell geputzt. Das ist auch alles erledigt. Jetzt werde ich mich kurz an den PC setzen und was für nächste Woche fertig machen für meinen WhatsApp-Verteiler. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Wer hat sich denn bitte eine Stunde die farbenfrohe Stunde gegeben? Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Jedenfalls die, die sich das angeguckt haben, dort hatte ich ja angekündigt, dass ich solche SOS-Affirmationen machen möchte. Das mache ich nämlich jetzt gleich. Also das könnt ihr euch dann runterladen. Da müsst ihr nur in meinen WhatsApp-Verteiler kommen. Da schicke ich das nächste Woche raus. Und da hat man dann, ne, zum Beispiel die Situation, dass man gerade nicht mit sich zufrieden ist, ne, dass man gerade unsicher ist, ob man eine gute Mama ist. Da gibt es halt eine kurze Hördatei, die man sich dann anhören kann, die so stärken soll. Oder wenn ihr so seid, dass ihr sagt, oh, ich raste jetzt gleich aus, dann gibt es da auch eine, die man sich so anhören kann. Ist keine Meditation oder so, ihr hört dann einfach nur meine Stimme, die euch da so ein bisschen was erzählt. Und das mache ich jetzt fertig, damit ich das nächste Woche rausschicken kann. Und ich glaube, dann muss ich mal was essen und meine Haare waschen. Irgendwie so in der Reihenfolge. So, The Originals habe ich ja jetzt so weit geguckt, dass ich jetzt die 5. Staffel richtig im Fernsehen mitverfolge. Ja, ich bin das nicht mehr gewohnt, dass man eine ganze Woche auf eine neue Folge warten muss. Und ich dachte, ich starte jetzt einfach nochmal mit The Vampire Diaries. Da habe ich irgendwann, glaube ich, in der 4. Staffel aufgehört zu gucken. Es sind, glaube ich, 8 Staffeln. Ich habe gerade geguckt, 171 Folgen oder so ähnlich. Naja, da habe ich im Herbst ja was zu tun. Denn es soll dann im Ende Oktober erscheint in den USA eine neue Serie, die quasi an The Vampire Diaries und an The Originals anschließt. Und die will ich mir dann unbedingt angucken. Und deswegen dachte ich, muss ich doch The Vampire Diaries einmal komplett durchackern. genau, und aktuell gefällt mir das Genre halt einfach gerade sehr gut. Wie man unschwer nicht hören kann, bin ich gerade bei meiner Familie. Ich muss erstmal mein Auto ein bisschen aufräumen. Ich bin gerade bei meiner Familie. Ah, jetzt hört man sie. Ich werde gleich mit dem Hund eine Runde gehen. Und dann fahre ich mit meiner Mama zu einer einstündigen Atemmeditation in einer Naturheilpraxis. Ich bin schon sehr gespannt. So was habe ich bisher noch nicht gemacht. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, guten Morgen. Ich habe meine Folie abgemacht. Es ist so schön, aber es ist noch ein bisschen empfindlich. Und ich mache jetzt los. Ich treffe mich jetzt mit einer Freundin zum Arbeiten. Und wer mag es kaum glauben, ich bin ein bisschen spät dran. aber ich schaffe das noch pünktlich, wenn ich mich jetzt nicht verquatsche. Also bis dann. Oh Gott, wo fange ich jetzt an? Also das Glänzende hier, ne? Ich habe gerade mein Tattoo eingecremt, nicht wundern. Okay, erstmal gestern Abend.
Wir hatten geplant, zu einem Meditationskurs zu gehen. Ich habe aber viel zu weit weggeparkt und dementsprechend kamen wir zu spät. Ist dann doof, in einen Meditationskurs reinzuplatzen. Und deswegen sind wir halt dann ins Kino gefahren und haben uns Book Club angeguckt. Da lesen so Frauen, ich würde so sagen Ü60, 50 Shades of Grey. Und es war super cool und super lustig. Wer mir schon länger folgt, der weiß, ich bin kein Fan der Bücher. Und ich habe es gehasst, diese ständige Wiederholung von meine innere Göttin. Und das haben die dort in dem Film auch so ein bisschen auf die Schippe genommen. Deswegen fand ich das sehr, sehr, sehr sympathisch. Und dann habe ich gestern einfach nichts mehr gemacht. Und heute, also es waren geplant, dass ich mich mit meiner Freundin 2 Stunden treffe. Daraus wurden dann 4 Stunden. Und weil wir dann den ganzen Tag oder diese 4 Stunden halt gesessen haben und viel mit dem Kopf gearbeitet haben, bin ich dann noch zu meiner Oma gefahren, bin mit dem Hund eine Dreiviertelstunde spazieren gegangen, war noch schnell was einkaufen für meinen Apfelkuchen für morgen. Und dann bin ich völlig platt zu Hause angekommen, habe dann erstmal eine riesengroße Tasse Coa Wach getrunken und eine Folge Vampire Diaries geguckt. Ich war einfach so, so fix und fertig vom Kopf her einfach. Aber jetzt geht es mir sehr viel besser. So, was ich jetzt tun werde, ist was ganz Tolles. Also, ich habe mir einen Tee gekocht. Übrigens erinnert ihr euch an meine wundervollen Chakra-Tassen von Chakmuni. Ich verlinke euch den Shop gerne nochmal in der Infobox. Ich liebe die Teile. Und ich werde im November nochmal ein Chakra-Special machen, übrigens auf YouTube. So, aber was ich jetzt eigentlich mache, ist Briefe schreiben. Ich habe tatsächlich noch 2 Brieffreundinnen. Eine ist eine Freundin von mir, mit der ich schon in die Schule gegangen bin. Und die ist vor einem reichlichen Jahr ins Ausland gegangen zum Arbeiten. Und wir haben gesagt, nein, wir bleiben nicht in Kontakt über WhatsApp oder sonstiges, sondern wir schreiben uns richtig Oldschool-Briefe. Und eine andere Brieffreundin habe ich kennengelernt, richtig so im Internet. Sind beides keine Mamas, deswegen ist es auch mal ganz cool. Interessieren sich aber beide so ein bisschen für Persönlichkeitsentwicklung, einfach so sein Leben ausrichten nach seinen Wünschen und Träumen. Und das macht es halt super, super schön. Und dieses Schreiben, ich schreibe gerne, aber ich bin nicht der Tagebuchtyp. Und in diesen Briefen, wenn ich selber über zum Beispiel Probleme schreibe, die ich gerade habe, fallen mir schon beim Schreiben Lösungen ein. Und ich bin dann motiviert, da wieder herauszukommen und das positiv umzusetzen. Und es hilft mir einfach unglaublich. Auch wenn ich über Probleme schreibe, dann ist das aus meinem Kopf raus. Und ich durchdenke das nicht noch 10.000 Mal. Also Schreiben hilft mir wirklich sehr. Also ich setze mich dann auch manchmal wirklich hin. Ich habe da so ein Büchlein und schreib über ein Problem, was ich habe. Und meistens ergeben sich beim Schreiben Lösungen oder aber halt wirklich auch einfach, es mir aus dem Kopf herauszuschreiben. Also das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, das mal zu machen. Ich war jetzt unglaublich müde und so energielos und muss jetzt unbedingt noch ein bisschen frische Energie tanken. Auch abends 7:30. Deswegen habe ich es mir ein bisschen schön gemacht. Lichterkette mit Kerze und habe gerade erstmal mit meiner Faszienrolle angefangen. Da gehe ich vor allem auf Unterschenkel, Rücken, Nacken. Für den Nacken finde ich es auch mega gut. Werde jetzt eine Runde Yoga machen und dann eine, ich glaube, Lichtdusche, Meditation. Die beiden Videos, also das Yoga-Video, was ich jetzt mache, und die Lichtdusche-Meditation, kann ich euch gerne jetzt mal unten in die Infobox verlinken. Also Lichtdusche-Meditation kann ich auch sehr empfehlen, um so frische neue Energie zu bekommen. Innerhalb von ungefähr 15 bis 20 Minuten. Probiert das super gerne mal aus und schreibt mir dann von euren Erfahrungen. Übrigens habe ich jetzt angemacht, diese Home Comfort von Kerzenlieferant. Die riecht auch so, 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 so gut. So. Ich habe mir gerade ein paar Frühlingsrollen in den Ofen getan. Und während die jetzt im Ofen sind, werde ich noch ein bisschen meinem aktuellen Buch lesen. Das ist My Dear Sherlock, wie alles begann von Heather Petty. Ist quasi wieder so eine Adaption, was im Heute spielt, also im 21. Jahrhundert. Als das 17-jährige Genie Sherlock Holmes
auf die 16-jährige Jamie Moriarty trifft, ist er fasziniert von ihrem Scharfsinn und ihrer Schönheit. Zwei Seelenverwandte haben sich gefunden. Als kurz nach ihrer ersten Begegnung im Regent's Park eine schauerliche Mordserie beginnt, begibt sich Jamie auf die Suche nach dem Täter. Standen doch die Opfer alle auf geheimnisvolle Weise mit ihrer verstorbenen Mutter in Verbindung. Sherlock immer an ihrer Seite, werden sie beide tief hineingezogen in die Vergangenheit von Jamie Moriartys Familie und decken ein schreckliches Geheimnis auf, das ihre junge Liebe zu zerstören droht. Weil, wenn man weiß, oder wenn man sich ein bisschen mit Sherlock Holmes auskennt, weiß man, dass Moriarty eigentlich Sherlocks Feind war. Deswegen bin ich super gespannt, wie das hier umgesetzt wurde und werde jetzt hier halt noch 20 Minuten drin lesen, bis dann meine Frühlingsrollen fertig sind. Guten Morgen am Sonntag. Ich bin relativ zeitig aufgestanden, habe jetzt gefrühstückt und werde jetzt einen veganen Apfelkuchen backen. Und dann muss ich ein bisschen was an meinem PC erledigen. Aber ich zeige euch erstmal jetzt ein bisschen was zum Kuchen. Also mein Apfelkuchen wird am Ende wahrscheinlich nicht so aussehen, ist aber nicht schlimm. Das ist ein Apfelkuchen mit Mandeln und das Rezept habe ich aus diesem Backbuch hier, was ich tatsächlich sogar mal von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen habe. Ich gucke mal, dass ich euch das unten in der Infobox mit verlinken kann. Oh, ich war gerade draußen Wäsche aufhängen. Es ist so, so, so schön warm. Jetzt schon, es ist 10 Uhr jetzt ungefähr. Boah, es wird halt ein richtig schönes Wetterchen. Richtig genial. Also ich war so draußen und es war richtig, richtig schön. Der Kuchen riecht schon so, so geil. Jetzt kommen hier gleich noch Mandeln drauf, aber oh, es riecht so gut. Und guck mal hier, unser Fairy Garden. Man sieht die Fairy kaum noch. der ist ganz schön geschossen jetzt übers Wochenende. Aber ich wollte ihn erstmal so lachen lassen, ich wollte es den Kindern zeigen und dann werden wir mal ein bisschen das Gras stutzen in den nächsten Tagen. Sieht cool aus. Ich bin mega zufrieden, der ist richtig, richtig gut geworden. Jetzt muss er nur noch schmecken, ne? Aber das werden wir erst in ein paar Stunden wissen, ob er auch schmeckt. So, ich nehme jetzt meinen Apfelkuchen und fahre zu meiner Familie zum Mittagessen. Bleibt er dann natürlich zum Kaffee trinken, weil Kuchen und so. Und dann sehen wir uns auch wieder. Also der Kuchen war mega lecker. Der hat richtig, richtig gut geschmeckt. Bin gespannt, am Donnerstag mache ich nochmal einen Blechkuchen mit Äpfeln. Weil ein Freund Geburtstag hatte, bin ich schon gespannt, was ich da mache. Ich mache mir gerade Abendessen und werde noch ein bisschen Vampire Diaries gucken. Und nachher gehe ich ja noch live auf YouTube. Und da habe ich noch eine Ananas, die ich mir dann noch schneiden werde, die ich dann während des Livestreams essen werde, habe ich mir gerade so überlegt. Und ich wollte mir nachher gerne noch eine Mandelmilch selber machen, eine warme Mandelmilch. Die macht man halt mit Mandelmus und Wasser und Datteln. Das wollte ich nachher auch noch machen. Ich habe ja auch noch 3 Stunden Zeit bis zum Livestream. Das geht schon mal. Habe schon noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt muss ich erstmal was essen. Wir kennen so, ich habe jetzt hier meine Ananas geschnitten und nebenbei habe ich das Live-Video von meiner Lieblingsmama geguckt, beziehungsweise gucke es mir und jetzt mache ich mir noch einen Tee. So, vor meinem Live-Video habe ich mich nochmal richtig schön entspannt. Ich war erst in der Badewanne, dann habe ich Yoga gemacht, dann habe ich meditiert, dann habe ich mir noch ein schönes ASMR-Video angehört und jetzt bereite ich gerade alles vor, damit es jetzt gleich losgehen kann. Ich freue mich sehr auf euch und würde jetzt an dieser Stelle auch den Vlog für heute beenden. Und ich habe ganz tolle Videos vorbereitet, beziehungsweise drehe ich jetzt die kommende Woche noch. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis bald. Tschüss!